Irina Hotschak ist kaum etwas wichtiger als ihren Kundinnen und Kunden Wohlbefinden gepaart mit Gesundheit und Kreativität zu bieten. Dieses Bedürfnis setzt sie in ihrem Friseursalon Prachtköpfe um. Ein kleiner, feiner, gemütlicher Laden, bei dem das Haar voll auf seine Kosten kommt. Prachtköpfe in Sulz ist nämlich mehr als ein Friseurladen. Es ist ein Hairspa, eine kleine Wohlfühloase und ein Kurzurlaub vom Alltag. Es geht so hauptsächlich um das Wohlbefinden. Ich mache Meditationen, Achtsamkeitskurse und Yoga auch jetzt wieder neu angefangen. Das ist mir auch wichtig für mich, dass ich einfach auch in meinem Beruf bei mir bin und der Kundschaft auch die Ruhe vermitteln kann. Haare gefärbt wird hier auf Wunsch mit 100% natürlichem Haarfärbemittel. Die Naturfarben, die Pflanzenfarben kräftigen und stärken das Haar. Das Ergebnis sind natürliche Farben und auch ein leicht kämmbares Haar. Unsere Naturfarben sind auch nicht gesundheitsschädigend. Auch das Haarwaschen ist bei Prachtköpfe tensidfrei. Lavaerde etwa wird bei feinem und fettigem Haar verwendet oder grüne Mineralerde bei trockenen Schuppen und zur Entgiftung der Kopfhaut. Bei Prachtköpfe gibt es eine besondere Art der Kopfhautmassage, die indische Abhyanga. Sie wird als die Massage der reinen Liebe bezeichnet. Die indische Abhyanga-Massage, die kräftigt die Haarstruktur, verbessert die Kopfhaut und fördert das eigene Körperbewusstsein. Es löst sogar Blockaden, was auch Konzentrationsfähigkeit steigert. Wer es besonders duftig möchte, bekommt gerne eine Aromaölmassage. Lavendel, Zitrone, Minzöl sind Stimmungsträger. Lavendel sagt uns zum Beispiel, ich bin innerlich klar und meine Energien sind ausgeglichen. Und die Zitrone, ich bin von Frische und Leichtigkeit umhüllt. Neben all diesen Sonderbehandlungen werden bei Prachtköpfe natürlich auch moderne Haarschnitte und Frisuren geschnitten und gestylt. Das versteht sich von selbst. Und wer seine Haare weiterhin so schön wie nach dem Besuch bei Prachtköpfe von Irina Hotschak haben möchte, der nimmt sich am besten eine von den Wildschweinbürsten mit nach Hause. Kunststoffbürste, die nimmt der Kopfhauttalg nicht auf von der Kopfhaut. Darum ist also eine Naturborste wirklich unumgänglich. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Für einen kleinen Kurzurlaub ist man bei Prachtköpfe in Sulz somit haargenau richtig.